Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Willkommen, liebe Zuschauer, bei einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Wir hoffen, Sie hatten heute einen ganz entspannten Tag. Oder war es doch stressig? Wenn man einen stressigen Tag hat, sind die eigenen vier Wände der Rückzugsort, um wieder zur Ruhe zu kommen. Wir zeigen Ihnen heute einige Trends, wie Sie sich zu Hause richtig wohlfühlen. Wandelbar und pflegeleicht. Die aktuellen Fliesentrends beweisen, dass Fliesen heute viel mehr sind als nur Kacheln im Bad und in der Küche. Sicher und vorausschauend. Wer ein fertiges Finanzierungskonzept vorlegen kann, hat beim Wohnungskauf ein Ass im Ärmel. Und modern und zeitlos. Massivholzmöbel haben ihr biederes Image abgelegt und sind heute wahre Designstücke. Fliesen galten jahrelang als langweilig und als spießig und wurden in die Küche oder das Bad verbannt. Diese Zeit ist jedoch passé. Aufgrund ihrer Form und Größe sind Fliesen heute ein wichtiger Faktor beim Raumdesign. Und sind wir mal ehrlich, oft erkennen wir die Fliesen im ersten Moment überhaupt nicht als Fliesen. Fliesen haben sich in den vergangenen Jahren fast unbemerkt zu einem Designobjekt entwickelt. Längst haben sie ihren Weg vom Bad auch in die übrigen Wohnräume gefunden. Bauherren und Renovierer schätzen Fliesen vor allem aufgrund ihrer vielen funktionalen Vorzüge. Sie sind pflegeleicht, kratz- und fleckenresistent sowie extrem widerstandsfähig gegen die Beanspruchungen des Alltags. Durch die Fußbodenheizung ist der Boden immer warm. Keine Kälte, wie es ja auch sieht, wirkt er auch gemütlich, ist nicht so schwimmbadtechnisch oder irgendwie so hallenbadmäßig. Und optisch finde ich es halt wunderbar, wenn man rausschaut und es hat die gleichen Fliesen wie innen. Ein Trend, der sich jetzt gerade entwickelt. Durchgängige Fliesen vom Innen in den Außenbereich. Vor 3 Jahren hat sich Familie Eisele für sogenannte Feinsteinzeugfliesen entschieden. Diese haben im Gegensatz zu normalen Fliesen eine Wasseraufnahme von 0,3%, vergleichbar mit Glas. Zudem verfärben die Fliesen nicht unter Sonneneinstrahlung. Wichtig ist, sich für die richtige Verlegetechnik zu entscheiden. Im Innenbereich bevorzugen wir dann immer die feste Verlegung im Dünnbett, weil da ja keine so thermische Belastungen auf der Belag kommen wie im Außenbereich. Jetzt das gleiche Format im Außenbereich, da bevorzugen wir eigentlich die lose Verlegung im Kiesbett, weil da einfach durch die Sonneneinstrahlung ganz andere thermische Kräfte wirken, sage ich mal. Wichtig ist dann auch nur, dass man Entwässerungsrinne einbaut, speziell im Türbereich, weil wenn wirklich mal ein Schlagregen kommt, dass das Wasser nicht in den Wohnbereich praktisch reinzieht. Vorteil der losen Verlegung: ist eine Fliese beschädigt, ist ein einfacher Austausch jederzeit möglich. Bei der festen Verlegung bedeutet ein Schaden mehr Aufwand und mehr Dreck. Bei Familie Eisele zieht sich der einheitliche Natursteinlook fast durch das gesamte Haus. Möglich ist das, weil die Hersteller heute mehr Auswahl bieten. Früher hat man halt so die Kachel gehabt, sag ich mal. Und heute habe ich halt einfach eine wahnsinnige Formatvielfalt und eine wahnsinnige Farbvielfalt. Und dementsprechend kann ich natürlich mittlerweile auch Designs bringen mit Keramik. Fliesen wirken heute anders als früher. Der Look ist den natürlichen Materialien exakt nachempfunden, ob bei Holz, Marmor oder Naturstein. Mit der Wahl der richtigen Fliesenform lässt sich zudem tricksen. Kleine Räume können so heller, opulenter und größer wirken. Dabei heißt großflächiger gleich teurer. Dahin geht aber auch der Trend. Großformatige. Kommt also immer mehr großformatig, viel in diesem Holzoptik oder dann auch in dieser Betonoptik oder auch in dem Glanz, wie wir es jetzt hier aussehen in unserem Bad. Klar ist aber auch, dass das Entfernen der Fliesen ein größerer Aufwand ist als bei anderen Bodenbelägen. Allerdings lässt sich bei der heutigen geringen Stärke der Fliesen und bei gesundem Untergrund 1 bis 2 Mal drüber fliesen, sodass alle Trends in der Wohnung ausprobiert werden könnten. Ein weiterer Einrichtungstrend, auch bei den Fliesen, ist übrigens der Vintage-Look. Bei uns geht es gleich weiter mit dem Bauen und Wohnen-Finanztipp
und einem weiteren Designtrend für Ihr Zuhause. Bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Modisch oder zeitlos? Aktuell oder elegant? Entdecken Sie die Vielfalt an Farben und Formen. Fliesenstele in Friedrichshafen. Fliesen-Stele.de. Ihre Wohnung aussehen. Mit Riga Raumdekor. Ihr Gesamteinrichter vom Boden bis zur Decke. Ob jung oder alt, wir renovieren Ihre Wohnung. Auf Wunsch auch seniorengerecht. Schlüssel übergeben und wohlfühlen. Alles aus einer Hand. Riga Raumdekor in Sigmaringen. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Die Nachfrage nach Wohnimmobilien übersteigt in vielen Städten und Gemeinden im Bauen- und Wohnsendegebiet deutlich das Angebot. Wie Sie als Interessent trotzdem zum Zuge kommen und was Sie zu beachten haben, das zeigen wir Ihnen heute in unserem Finanztipp. Der Bauen- und Wohnen-Finanztipp wird Ihnen präsentiert von Interhyp-Baufinanzierung. Die Zinsen für Baugeld sind in den vergangenen Wochen leicht gestiegen. Dennoch raten Experten, das immer noch historische Zinstief zu nutzen. Dass dies getan wird, zeigt auch die enorme Nachfrage nach Immobilien. Doch wer nicht schnell genug reagiert, geht leer aus. Vor allem in Toplagen sind die Angebote in kürzester Zeit wieder von den Immobilienportalen verschwunden. Bevorzugt wird, wer schon im Vorfeld ein fertiges Finanzierungskonzept vorlegen kann. Denn dies kann auch erstellt werden, wenn noch keine konkrete Immobilie in Aussicht ist. Wichtig ist aus Bankensicht und somit auch schlussendlich für den Kunden, eine Übersicht zu bekommen, wie hoch das monatliche Einkommen ist, wie hoch mögliche Ausgaben sind, was der Kunde bzw. der zukünftige Eigentümer sich selbst vorstellt, monatlich zu zahlen oder zahlen zu können. Anhand dessen kann man eigentlich schon ganz gut eine erste Aufstellung machen, was möglich ist. Mit dem fertigen Finanzierungskonzept ist man als Interessent schneller am Markt als mögliche Mitbewerber. Zudem verschafft es einen Überblick, was man sich eigentlich wirklich leisten kann. Allgemein empfehlen Experten bei der Finanzierung eine Tilgung von mindestens 3%, damit sie im Rentenalter möglichst schuldenfrei ihr Eigenheim genießen können. Der Bauen- und Wohnen-Finanztipp wurde Ihnen präsentiert von Interhyp Baufinanzierung. Wenn wir an Massivholzmöbel denken, haben wir oft das Bild von wuchtigen und altmodischen Einrichtungsgegenständen vor Augen. Doch ist das wirklich so? Claudia Zidon und Robert Pfeiffer zeigen Ihnen, dass Massivholzmöbel heute alles andere als bieder sind. Es ist das älteste Material, aus dem Möbel hergestellt werden. Holz gilt als hochwertig, natürlich und nachhaltig. Und Holzmöbel liegen im Trend. Allerdings sollte man als Käufer darauf achten, den Unterschied zwischen beklebten Kunststoffmöbeln und echten Massivholzmöbeln zu erkennen. Sie haben einen Baumkantentisch. Sie sehen die gewachsene Struktur vom Baum, der an verschiedenen Ecken natürlich nicht wie ein Brett gewachsen ist, sondern Ausbuchtungen hat. Und das Massivholz können Sie ja ganz toll erkennen, indem Sie hier die Jahresringe, die hier oben schon zu sehen sind, die hier auch durchlaufen. Das haben Sie bei Kunststoffmöbeln eben nicht. Da ist dann einfach eine andersfarbige Kante drauf oder in der Holzfarbe. Aber da sieht das eigentlich an den Ecken jeder Laie, ob es sich um einen Massivholztisch handelt oder auch ein Bett oder auch nicht. Und Hölzer, die
die es heute gibt, ist Eiche vor allen Dingen viel Buche in allen verschiedenen Herstellungsarten und Farben. Das sind so die Trendhölzer. Holzmöbel sind heute nicht mehr nur rustikal. Zwar ist der Landhausstil weiterhin bei vielen gefragt, aber Holz kommt verstärkt in modernem Design daher. Auch die Kombinationsmöglichkeiten sind heute vielfältig, ob mit Leder, Stoff oder Edelstahl. Die Wertigkeit von einem Holzstück oder einem Holztisch und einem Holzbett ist einfach nicht vergleichbar mit einem Kunststoffbett oder Spanplatten. Sie werden sofort merken, wenn Sie einen Raum betreten, was da für ein Raumklima herrscht, sobald Massivholzmöbel mit im Raum sind. Es ist einfach anders vom Klima. Holz speichert zum Beispiel im Winter Feuchtigkeit und gibt sie im Sommer wieder ab. Also für die Gesundheit, nachdem der Mensch ja 9/10 seines Lebens in geschlossenen Räumen verbringt. Früher waren wir ja mehr draußen, aber in der heutigen Zeit ist es unheimlich wichtig, dass das Raumklima auch stimmt, dass der Körper gesund bleiben kann. Holz ist ein natürlicher Rohstoff und arbeitet, heißt, es kann sich verziehen. Etwa 5-10% kann Holz in der Querrichtung quellen oder schwinden. Das bedeutet aber nicht, dass sich beispielsweise die Türen am Holzschrank irgendwann nicht mehr öffnen lassen. Das versucht man durch entsprechende Konstruktionen auszugleichen. Hier kann man das jetzt an der Rahmenfüllungskonstruktion gut erkennen. Das ist jetzt ein modernes Design. Hier außenrum ein Rahmen und damit eben diese Füllung. Dieser Rahmen hält eben diese Füllung gerade, dass also dieses Welligwerden von dem Holz eben dann ausgeglichen ist. Hier können wir auch noch zwei andere Teile sehen. Das ist hier oben die Deckplatte. Das ist jetzt am Stück mit langen Holzstäben, auch als eine verleimte Platte. Und hier an der Seite, bei den untergeordneten Teilen, gibt es dann diese sogenannte Parkettverleimung. Hier können dann eben auch kurze Holzstücke verwendet werden. Während früher Kiefer der Klassiker unter den Massivholzmöbeln war, wird er mehr und mehr von Eiche und Buche abgelöst. Alle Hölzer bringen zudem die notwendige Härte mit, um ein echtes Massivholzmöbel zu werden. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einige gute Anregungen für die Einrichtung Ihrer eigenen vier Wände mitgeben. Für diese Woche war es das auch schon wieder mit Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Kommende Woche sehen wir uns wieder mit dem Thema Smart Home. Was steckt wirklich dahinter und funktioniert das auch, dass ich meine Rollläden fernsteuern kann oder auch schon die Heizung hochdrehen kann, wenn ich noch beim Einkaufen bin? Seien Sie gespannt, bis kommende Woche. Tschüss! Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.